Liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Lieben, also Arbeitnehmer. Heute stehen wir hier zusammen, um einen bedeutenden Meilenstein zu feiern, nämlich euren Realschulabschluss. Ihr habt mir letzte Woche beim Abschlusspicknick einen wirklich wunderschönen Blumenstrauß geschenkt. Nochmal vielen Dank dafür. Er steht immer noch in meinem Wohnzimmer und erinnert mich jeden Tag an euch. Und zwar in doppelter Hinsicht. Also ich freue mich natürlich, den zu sehen. Und wenn ich ihn sehe, dann denke ich an die Zeit mit euch zurück. Und dann kommt mir ein Bild in den Sinn, nämlich dass unsere Klasse genauso bunt und schön ist wie ein Blumenstrauß. Jede Blume in einem Strauß, also wirklich jeder von euch, ist einzigartig und trägt zur Schönheit des Ganzen bei und hat eben auch zur Klasse beigetragen. Das waren wir, das wart ihr. Es war mir eine große Freude, euch 3 Jahre auf eurem Weg begleiten zu dürfen. Ich sehe die vielen kleinen und großen Triumphe, Erfolge der letzten Jahre. Ich sehe ein paar Tränen und auch Lachen und auch ganz viele Herausforderungen. Und all das zusammen hat uns bereichert und sofort. Am Anfang des Schuljahres habe ich euch, ich habe auch einen Kompass geschenkt, ihr erinnert euch bestimmt noch dran. Und dieser Kompass, habe ich gesagt, der soll euch daran erinnern, dass egal wie verworren oder schwierig der Weg erscheinen mag, es gibt immer eine Richtung, die euch weiterführt. Und vielleicht hat der kleine Kompass euch geholfen, den Weg zum heutigen Tag zu finden. Vielleicht habt ihr ihn auch manchmal vergessen oder beiseite gelegt, aber letztendlich habt ihr alle euren Weg gemeistert. Ich halte heute mit großem Stolz und mit großer Freude auf euch fest. Ihr habt es geschafft. So. Ihr seid ja nicht nur Noten, das habe ich euch auch immer gesagt, ihr seid viel mehr, euch auf eine persönliche Gewährt zu tollen Persönlichkeiten. Feiert den Moment, seid stolz auf euch. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für eure Zukunft und hoffe, dass ihr immer euren eigenen Kompass, auch wenn es nicht der ist, euren eigenen Kompass findet, wenn ihr ihn braucht und einen Weg, also euren Weg findet und den dann auch geht. Vielen Dank. Es ist ein sehr aufregender Moment für uns, was uns viel bedeutet. Heute ist ein Tag von Emotionen, an dem wir gemeinsam auf die vergangenen 5 Jahre zurückblicken. Es ist erstaunlich, wie schnell die 5 Jahre vergangen sind. Nun ist der Moment gekommen, an dem wir nicht mehr als eine Klasse zusammen sein werden, sondern jeder seinen eigenen Weg gehen wird. Wir werden nicht mehr dieselbe Klasse sein, aber die Verbundenheit und die Erfahrungen, die wir geteilt haben, werden immer in unserem Herzen bleiben. Wir möchten auch unseren Lehrern und Lehrern danken, die uns auf diesem Weg begleitet haben und uns zu dem gemacht haben, wie wir heute sind. Wir als CNC haben für unsere Lehrer, die uns durch die Prüfungen durchgeboxt haben und uns immer unterstützt haben und immer uns geglaubt haben, ein kleines Geschenk verbreitet. Ein Applaus für Frau Müller. Ein weiterer Applaus für Heinrich. Und guter Letzt Frau Kelchner. Was geht? Hades.
die Aletja. Gesina. Nido. Baba. Georgis. Fabian. Bitte für die 10. 10 nochmal meinen herzlichen Applaus.